heute das typische Problem, neues Rad und neues Glück und mein Anhänger passt nicht an das Fahrrad und was soll ich jetzt tun, ja? Das alles zeige ich euch in dem Video. Also los kann's gehen, ich habe mir ein neues Rad gekauft und da möchte ich natürlich jetzt den Anhänger anbauen. Und in dem Fall ist es natürlich ein gebrauchtes und an dem ist noch was kaputt, aber das erkläre ich euch am Ende des Videos. Ich möchte den Anhänger an das Fahrrad anbringen und da gibt es jetzt eigentlich nur die Lösung mit der Klemme. Die haben wir alle am Rad dran, ja, mehr oder minder. Und hier müsste man auf jeden Fall das Produkt hier stark deformieren und das, um das wirklich sicher an die Klemme anzubringen, ja. Eben, wie man das hier sehen kann, und dazu wäre zusätzlich noch, dass der Wagen schräg steht, ja, also das kann man vielleicht hier nicht ganz eindeutig sehen, ja. Also ich entschuldige mich so für die Werkstatt, also wir sind halt am Werkstattausbau und wir haben noch nicht die Halle ausgebaut und eigentlich wollten wir später das mal in der Halle vorführen, aber jetzt müssen wir das alles in der Werkstatt machen und um das gut zu demonstrieren, dementsprechend würde hier die Deichsel schräg stehen und auch ziemlich nah über dem Gepäckträger, ja. Das hätte zur Folge, dass auch bei Gelände Unebenheiten und so weiter, dann die Deichsel teilweise dann auch an dem Gepäckträger schleift, ja, oder aneckt oder dort Kratzer verursacht, ja. Und bei uns werden Halterungen hergestellt, die weiter oben an dem Sattel befestigt werden. Und dafür kann ich das mal zeigen. Also so wäre es also normalerweise. Eben wäre das so angebracht, ja, so wie hier, eben ungefähr in dieser Sattelhöhe. Eben. Und wir stellen Halter her, die weiter oben angebracht werden. Eben, das wären dann die in dem Fall. Eben, weil dieser Sattelhalter ist ein High-Performance-Halter, also in kurzer Form. Ja. Dieser kann hier unter diesen Sattel angebracht werden. Eben, auch bei diesem Sattel hier ist es möglich. Dadurch steht dann die Deichsel auch höher über dem Gepäckträger und Unebenheiten im Gelände können so besser ausgeglichen werden. So, das klingt auch alles ziemlich einfach. Also kaufen wir einfach den M8-Halter und bringen den hier an. Also mit M8 ist gemeint diese Schraube, die hier reingeführt wird in die Sattelstütze und dann hält den Sattel mit dem Sattel verbindet, mit dieser Klemme dann. Damit ist M8 gemeint. Eben. Wenn diese Sattelschraube M10 ist, haben wir auch noch einen Halter, dann kann man auch einen M10 Halter kaufen. Eben. Hier ist aber das Problem. Diese Sattelstütze ist nicht kompatibel, weil diese Sattelstütze nicht genug Fläche hat, ja. Die hat nicht genug Fläche, um unseren Halter anzubringen. Dazu benötigt man so eine Sattelstütze. Und das sieht man hier auch klar, den Unterschied, dass hier viel mehr Fläche vorhanden ist an der Unterseite, weil dann halt hier diese Schraube damit verbunden wird. Ja. Zum Beispiel, ja. So. Ja, so kann der ordentlich befestigt werden. Wenn halt an der Sattelstütze unten nicht so viel Material ist, kann man halt hier nicht befestigen. Bräuchte man noch eine Sattelstütze. So, also, weil jetzt gleich das Video hier läuft, haben wir eine High Performance Plus, ja, das heißt, wer hinten so einen Steg wie hier am Sattel hat, ja, der kauft sich einen High Performance Plus. Das sind hier die etwas längeren Ausführungen und da kann man dann auch wieder die Kupplung anbauen und dann steht die Kupplung hinten leicht drüber über den Steg und kann man halt dann das besser befestigen. Wichtig ist halt immer die Sattelstütze, dass man hier halt die Schraube unten drunter befestigen kann. Das ist halt immer wichtig. Ja. So, ich bin am Arbeiten, ja, für Leute, die den Kanal verfolgen und kleine Überraschung, ja. Der Putz ist fertig. Also die Ecke ist verputzt. Soweit, ja. Und ich bin auch gerade bei der Ice Edition, ein neues Design, mehr werde ich jetzt nicht zeigen, ja, mit Schleifpapier und lauter Schleifsachen, mir fehlt noch ein bisschen was, da muss ich noch feineres Schleifpapier kaufen, das habe ich leider noch nicht da, damit wir den schön auf Hochglanz bekommen und dann werde ich mich später nochmal melden, ja.
Ach so, was ich vergessen habe, also das Rad habe ich im Internet gekauft, ja, also derjenige hat gesagt, die Griffe, ja, das ist auch soweit, sind ziemlich alt auch schon und dass die Schaltung nicht funktioniert, der Shifter ist kaputt, ja, der muss getauscht werden und der Bautenzug ist ziemlich angegammelt und da habe ich aber alles schon bestellt, ja, eben nur das Schleifpapier fehlt für den Ice Edition neues Design und ansonsten sind neue Reifen drauf und das Licht funktioniert und wie gesagt, wenn noch einen Anhänger anbauen, dann halt einfach die Sattelstütze, eine neue Sattelstütze, dann das Auseinanderschrauben, die Schraube bekommt man mit dabei im Set zu kaufen, ja. Das ist extra eine etwas längere Schraube und das ist alles inklusive Montagematerial. Es macht sich letztendlich einfacher als hier unten. Also es macht sich auf jeden Fall einfacher als hier unten an diese Klemme dann letztendlich, ja, an diese Klemme die Kupplung anzubauen, weil es auch, hier muss man ziemlich verbiegen, ja, das Material. Dann gäbe es als noch Lösung, gäbe es eine Klemme, die kann man aber an eine Federsattelstütze auch hier nicht befestigen. Das heißt, das nächste sind dann halt wir. Wir können mit unserem M8-Halter können wir auch bedingt arbeiten, in dem Fall, wie gesagt, die Sattelstütze. Aber dann lässt sich das wirklich auch einfach anbringen und man fährt damit auf jeden Fall besser, weil das, wenn die Deichsel hier gerade steht, ja, von dem Wagen, eben also möglichst gerade, dann lastet auch weniger Gewicht auf das Hinterrad und das hat die Bewandtnis, dass es insgesamt das Rad einfacher fährt und auch wenn die Ladung hinten drauf steht, nicht so stark nach vorne verrutscht, ja, und dadurch fährt sich das auch eindeutig besser. Ist alles nachgewiesen, habe ich auch in dem Video mal, weil wir ja ganz am Anfang sind, mal erst mit Kartons, ja, wir sind jetzt noch nicht, also das haben wir alles auch sporadisch hinbekommen, ja, das zu beweisen, dass weniger Last so auf dem Hinterrad lastet und so, wenn der Wagen schräg steht, wirkt es so, als wenn jemand auf dem Gepäckträger sitzt, ja, und das fährt sich bekanntlich halt nicht so einfach und so schwerer. Eben, ja, auch bei batteriebetriebenen E-Bikes etc. pp. Wird dadurch auch die Ladung, also der Verbrauch reduziert. Also ihr könnt damit weiterfahren, ja, also viel weiter, weil der Wagen hinterher gleitet. Auch bei längeren Touren macht sich das mit Sicherheit sehr entscheidend, wenn die Ladung ordentlich hinten auf dem Wagen aufgeladen ist und dann nur hinterher gleitet, ja, weniger Reibung etc. pp. Und dann wird mit Sicherheit der ein oder andere Kilometer, wird das mit Sicherheit mehr sein. Eben, wir können jetzt erstmal nur mit unseren Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben, kämpfen und später folgen dann natürlich eure Videos, wie ich dann mit dem Wagen rumfahre und natürlich auch vielleicht mal mit einem E-Bike einen Beweis aufstelle von der Strecke, ja, und so weiter und so weiter. Werden wir alles machen, aber müssen wir noch ein bisschen warten da drauf. Aber wer den Kanal verfolgt, wird es dann früher oder später sehen. Auch vielleicht baue ich hier auch den Wagen ran, ja, ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, ist nur zum Wiederverkauf auch wieder gedacht, erstmal um die Firma aufzubauen, ja, und ein bisschen Geld in die Kasse zu bringen, ja, das Produktion jetzt von den Produkten, ja, steht erstmal vor, ja. Na, ich werde euch noch nicht so viel von der Ice Edition zeigen, sonst verrate ich euch das Design, wie es dann wird. Eben, aber das wird bald kommen auf jeden Fall, also ich bin bestimmt bald fertig. Und eben tschüss und bye bye und guten Morgen oder schönen Abend oder wie auch immer oder gute Nacht oder eben, ja, oder schönes Wochenende oder was auch immer macht, ja. Bis bald. Hat man auf die Wege mit Reflexreifen, ja, eben hat man von der Seite immer gut gesehen und eben, ja, damit wünscht ihr euch auch eine sichere Fahrt und noch viel Material noch dran.